Der Umbau am Altmarkt hat in den vergangenen Monaten so manchen Autofahrer zur Verzweiflung gebracht. Es ist eine Baustelle, die sich ständig verändert und auch in den kommenden Wochen wird noch einiges passieren. Teilbereiche der Kreuzung werden innerhalb der Herbstferien komplett gesperrt. Momentan ist die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Stern. Ab Montag auch die Weserstraße stadteinwärts für eine Woche dicht. In der zweiten Ferienwoche wird dann die Fulda-Brücke stadteinwärts nicht mehr befahrbar sein. Laut der Stadt Kassel liegen alle Arbeiten an der Altmarktkreuzung voll im Zeitplan. Für die Modernisierung der Kreuzung sollen die Bauarbeiten noch bis zum Ende des Jahres 2015 andauern. So liest man es auf den Schildern. Die Unterführungen werden verschwinden. Schon jetzt sind zwei Zugänge gesperrt. Künftig soll man barrierefrei die Kreuzung passieren können. Die Bauarbeiten behindern nicht nur so manchen Autofahrer, sondern auch die Fußgänger. Im Moment kommen Passanten an der Altmarkthaltestelle in Richtung Töpfenmarkt nicht mehr ohne einen kleinen Umweg herum. Schnell und bequem wird man künftig den Altmarkt am besten mit Bus oder Bahn passieren.